Die beste Sängerin war Juicy. Du hast das wirklich professionell rübergekriegt. Da kamen Gefühle, die Stimme, die Töne, alles da, wo es hingehört. War ich sehr, sehr zufrieden mit. Oh. Wirklich, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das hätte zarter sein können, aber dein Gesang war klar in deiner Stimme und das damit hast du überzeugt. Danke. Nagi, so schön wie du heute hier aufgetreten bist, so schrecklich hast du auch gesungen. Es war nicht nur von den Tönen falsch, sondern es war auch von dem Ausdruck völlig aggressiv. Es war nicht schön. Ja, du singst vor allem I don't wanna lose this feeling. Dabei hört es sich so an, als hättest du schon alle deine Gefühle verloren. Also bei mir kamen echt keine Gefühle an, Nagi, wirklich nicht. Ich hätte mir da schon gewünscht, einfach, dass einfach was Schönes kommt. Ja, so ein bisschen so, dass du mehr mit dem Herzen singst als mit den Stimmbändern. Ja, Claudia, ich glaube, das war für Gesamtdeutschland eine große Überraschung, ja. Und zwar eine positive. Ja. Also ich habe dich noch nie so gut gehört, hast viele Töne getroffen. Und ich habe wirklich gehört, dass dein Herz wirklich für dein Kind gesungen hat und dass es für dich wirklich um viel mehr geht hier als um ein bisschen Musik. Ja, das war wirklich prima. Du hast dich wirklich gesteigert. Das kann man natürlich alles noch besser machen. Auf jeden Fall warst du für mich eine Riesenüberraschung. Kompliment. Liebe Claudi, ich bin stolz auf dich. Ein Schüler wie du, ja, den wünscht sich jede Lehrerin, jeder guter Coach. Danke. Danke auch. Okay, danke. Vielen Dank. Bis nachher. Danke schön. Danke.